Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Game hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Abonnentenspiel gemeinsam mit dem guten Adrian, der leider wiederum nicht gerne aufgenommen wird. Dementsprechend habe ich das hier jetzt einfach mal schnell nachkommentiert. Und ich habe einfach mal die Aufnahme zwischendrin einfach mal gestartet. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich auf einmal irgendeinen Satz anfange. Ich musste irgendwie es abpassen können, wie ich am besten die Aufnahme starte und beende. Dementsprechend einfach nicht wundern. Gut, das wollte ich vorab sagen und dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Bis dahin, see ya, Leute. Oh Mann, echt. Das kann ja was werden hier. Ich glaube, ich habe gerade alles abbekommen. Was meinst du? In dem Teamfall, der da ist gerade richtig hart verkackt. Ach so, du meinst es erst Heroes of the Storm. Ich geh raus. Kein Bock mehr. Die Saliva. All-Star-Kali habe ich auch noch nie gesehen. Den Skin. Oh, ich schon. Den gab's doch bei der WM, oder? Nein, oder? Egal, doch, kannst du auch wieder durch Mystery Gift auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man genau Skins bekommen kann. Also, durch Mystery Gift kannst du alle bekommen. Ja, da schon, aber ich meine jetzt, zu welchem Event genau man welche kaufen kann. Was? Kumpel von mir hat letztens den Pix für auch Fake Platin? Kennst du den? Ja, das ist auch ein Abonnent. Ist der gut? Besser als wir? Der ist erst vor kurzem, glaube ich, Platin geworden, also ist auf jeden Fall nicht besser als du, denke ich. Okay. Kann ich dir aber nicht genau sagen, ich habe noch nie mit dem, glaube ich, zusammengespielt. Alter, wenn man doch Gold ist, dann weiß man doch, dass man wohl nicht mit Ghost Ignite spielt, oder? Anscheinend nicht. Weil ich wurde in Gold gecarried. Du musst einfach sagen, er muss einfach sagen, teach me, Senpai, teach me, Adrian. Ja. Das sag ich leck mich am Arsch. Der Alter ist mal wieder richtig mad. Nee, ich bin nur müde. Und das vor Weihnachten? Nee, ich hab mich halt nur mit. Ja, meine Friseurin ist jetzt selber Friseurin. Wird irgendwie den Laden abgegeben, als ist da jemand anders. Und die war so. Und die war richtig eklig, die neue Friseurin. Da hab ich nie dahin. Gib's zu, darauf stehst du doch. Nee, Alter, die war richtig ungepflegt. Das finde ich gar nicht. Naja, das nächste Mal weißt du auf jeden Fall, dass du nicht hingehst. Das nächste Mal weiß ich jetzt, dass du anders hingehst. Wir müssen einen neuen Friseur. Kannst du machen. Ich weiß gar nicht, wie man momentan drüben startet. Entweder Longsword oder Thorans Blade, aber in den meisten Fällen glaube ich eher Thorans Blade. Es kommt nur aus dem Matchup an, aber ich glaube gegen Akali kann ich Thorans Blade anfangen. Hey YouTube. Hey YouTube. Wer hat das geschrieben? Soraka. Geiler Skin, Riven. Der Riven Skin. Hey, mein Video. Hey, mein Video. Bitte was. Gott. Akali ist ekelerregend auf der Lane. Ja, mit einer Riven zerstörst du die. Ich zerstöre jeden mit der Riven. Nö. No. Okay, Zed nicht. Spiel nicht. Ja. Wenn ich connecten, spiel nicht. Ja, es kommt immer drauf an. I love XN. Nee, wenn ich connecten. Also ich hab Season 3, hab ich connecten gemeint. Spiel mal gegen Riven Fanboy und dann kriegst du richtig aufs Maul. Riven. Ey, ist ja schon das Wochenende. Oh Gott. Weißt du, die vergöttern dich. Guck dir mal den Fehler an. Schau mal. Map die vergöttern dich einfach. Ein Loch drin. Echt? Schreiben sie schon. Hier ist unser Bolivar. Wer gegen Infil Zed spielt, braucht vermutlich einen leichten Babysit und sollte auch Defensive spielen. Hat der Bolivar geschrieben. Oh, das ist klasse. Riven mit. Ach nein, wirklich. Ach, Alter, wirklich? Das ist eher mit. Lag. Klasse. Was ist mit eurer Akali los? Ja, die hat Riven Mitte geschrieben und steht jetzt am Tower auch rum. Okay. Dann farm ich einfach einen ab. Warum denn von mir? Hat die doch Lag geschrieben. Ja, aber trotzdem. Ich dachte, man sagt ja auch immer so Lag, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, weißt du noch? Geht ja noch nicht mal. Oh, doch, das sieht nach Leck aus. Das sieht wirklich nach Leck aus.
Egal, du bekommst wenigstens die komplette Erfahrung. Ach, erstmal Minions Second, geil, ja. Ja. Oh je. Yeah. Was war denn da für eine Edo, der Jarvan, letzte Season? Wer? Der? Der Jarvan. Der Jarvan. Der Jarvan. Ja. Der ist Silber. Keine. Du musst jetzt keinen Count für Jungle erwarten. Ja. Top Lane down. Ja, Vodi hat keine Ignite mehr. Das mit Ignite verliert den Lane, das geht eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht, im Normalfall. Im Normalfall dann wiederum. Gegen einen guten Niederlage-Spieler. Einen guten Niederlage-Spieler, ja. Du bist RF Legendary, ich weiß. Ja, ich bin noch. Also ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, Alter, mach. Ah ja. Und dann schwust auf einmal. Übrigens, der kommt aus der Ukraine, ne? RF Legendary. Ja, der wohnt aber in den USA. Eben. Er hat auch so einen komischen ukrainischen Namen. Echt? Ja. Also Vornamen meinst Twitch. Du? Ja, guck auf Twitter. Kompletten Namen. Ja, der kann auch Russisch, soweit ich weiß. Set DDoS mal wieder, so kennen wir es doch. Es ist halt wirklich so, ne? Immer. Immer der DDoSer. Ich glaube, irgendwann kommt echt das Gerücht auf. Genau wie bei Ocelot, bei Froggen. Froggen, ja, der DDoS nur, dass das Spiel lang geht. LOL! Boah, Alter, fast wäre ich damit aus der Base gelaufen, ne? Also mit Vi mache ich das immer so, wenn sich keine gute Gank-Möglichkeit ergibt, einfach bis Level 6 hochfahren. Ja, du nutzt es halt auch eiskalt aus. Kannst du mal ein bisschen nicht so try haben. Ich hab ein bisschen Tauscher getankt. Was willst du? Oha. Guck mal, die greift mich an. Ich hab wohl, die befolgt mir einfach bis in den Tower. Ich hab's gerade gesehen, ey, so fett. Aber wie ist aber cool, Skin, ne? Ja. Das tryst du am besten auch und gängst es die Lane. Die Midlane. Hä, hey, ich kann da nichts denken, wenn die Lex hat. Da will die Akali ran. Kannst du auch die Lane übernehmen. Ja, das würde ich ja machen. Oh. Geh weg. Ich komm weg. Dieser Tryhard! Hä, was? Der hat mich angegriffen. Immer dieser Tryhard. Das Lustige ist ja, er hat mich angegriffen, ne? Ich bin einfach an ihm vorbeigelaufen, weil ich gerade in die Midlane geschaut habe. Schaden ist hier unten. Dann, ich muss 20, 30 Gold abfahren. Oh, ich hätte Gold. Der macht Lex, oder wie? Vielleicht gibt er dir noch Hinweise, wenn ich jetzt sagte, dass ich Counter ganken wollte. Was schreibt der? Mach noch gar nichts. Außer Farben. Jetzt habe ich aber auch Halbping gerade. Okay. Ich habe seltsamerweise mal kein Halbping. Ich mach noch gar nichts, also geh in der Midlane, ich farm nur. Ganz normal. Komm ich ein bisschen zu spät. Also, nee. Der macht gar nichts. Und Leute, was macht der. Du? Was macht der für einen Schaden, der Woody? Da. Nice. Bottom Troy hat mäßig drauf. Oh, ich hab Halbling. Was? Er hat mich. Er hat mich aus meinem Jump hat er mich hochgeworfen. Kann er. Verdammt. Den Woody will nicht. Ich hab ihn noch okay, nicht. Okay, nee, das mach ich nicht. Ich geh da top her. Dieser Hyping, der kotzt mich schon wieder an. Ich lass meinen Bruder entscheiden. Okay, ist weg. Dann komm ich nicht mehr rechtzeitig hin. Loop. Komm mal beeilen. Na gut, jetzt ist er weg. In der Mitte. Ah, Mist. Ich krieg sogar noch den Torsch ab. Dumm. Loop. Oh, geil, ich kann wieder nichts machen mit Hyping. Das ich auch nicht. Na so, spiel er los und zwar da. Weiß nicht, was ich da jetzt machen soll am besten. Abusen möchte es nicht unbedingt. Aber machst du, ne? Ich mach's noch gar nicht.
Sonst wäre sie schon längst tot. Siehst du? Nö, ich schau ja gerade gar nicht hin. Achso, ganz ehrlich, ich könnte sie gerade in der Mitte auseinandernehmen. Ja, Kali. Ja, aber die würde es auch so auseinandernehmen. Ja, wahrscheinlich. Jo, das ist schon was. Ja, tot. Ja, kann ich nichts machen, ne? Ja. Gut, aber jetzt hat er mich auch angegriffen. Irgendwann. Das ist ja aber echt, wenn man Lex hat, dann sollte man auch passiv spielen. Ja. Ja, tut mir leid, irgendwann muss ich halt auch ausnutzen, sozusagen, aber. Kann ich nichts machen, ich kann nicht das ganze Game drauf warten. Ich mit einem gespielt, dass so, oh, ich hab Lex, warum killst du mich? Ja, du hast mich getowert, Alter. Ja. Super, was ich ein bisschen Lex hast. Das habe ich auch mal gehabt in der Solo-Queue. Super. Ich weiß nicht, ich glaube, ich soll sie farmen lassen, vielleicht roam gehen. Eventuell ja in der Jungle nehmen. So long I've wandered. Tschüss, G. Der Top-Lane-Gank! Karl! Holy Schaden! Zum Teufel! Das war meine Ult auch noch. Der Woli Schaden war aber trotzdem. Aber Woli hat echt einen krassen Damage. Ja, hier sein Frenzy. Und die Ult macht auch einfach richtig starken hat einfach 341 Schaden. Die Ult hat einen richtig starken Grund-Damage. Der hat ja noch keine. Ah, ne, der hat ja schon Ulti. Aber hat er gar der nicht ist Level benutzt? 8, Alter. Hat er gar nicht benutzt? Ich bin auch Level 8. Der hat die immer noch ab. Also, sag ich dir immer. Das hat ein geiler Flash, der Schütt, ich muss sagen, ne? Ja, also ich kann ja nicht helfen. Ja, super. Das ist nochmal so klar, ob wir so 5. Boah, bist du noch lieber weggekommen, wenn du es da gelassen hättest. Ich wollte es eigentlich sogar noch in Erwägung ziehen, aber dann. Und die ist zurückgejumpt, ne? Ja, dann ist sie auch irgendwie mal. Ganz ehrlich, das war auch ganz komisch von der Auto-Attack her, wenn man es gesehen hat. Der ist tot. Der war mit, ey. Der ist richtig tot. Ja. So. Da muss man nicht drüber ich reden. Ich weiß nicht, wenn man auf der Top-Lane, wenn du einmal einen Vorteil hast, kannst du das so hart ausnutzen. Das ist halt wirklich so. Das ist halt wirklich die Snowball-lastige Lane, nach meiner Meinung. Den hast du noch kein einziges Mal gemacht. Die ist so lang und der Jungler wird da oben nicht oft sein. Hast du noch nicht mal einmal gemacht, die Crap? Welche, die obere oder die untere? Die obere. Nee. Merkt man. Untere auch noch nicht. Ich hab die gerade getoolhittet fast. Ja, ja, klar. Hast du mal den? Oh, schlau, ehrlich. Weißt du, du nutzt es einfach aus, dass du so fett bist. Ja. Hast du ein Wort oder was? Ja. Okay. Du nutzt es einfach aus, dass du dich an der Kali hochfühlst. Das ist abgewiesen, aber ach komm. Mal, er hat nach 10 Minuten einen Brutalizer und eine Pickaxe. Das geht einfach nicht. Ich habe auch fast 100 Farm. Trotzdem, du hast trotzdem mit 100 Farm keine Pickaxe und keinen Brutalizer nach 10 Minuten. Oh, wie ist das Gewinde des Spiels? Ich hab falsch geskillt. Oh. Das war so klar, dass du zu der Botlane warst, wenn du so lange noch nicht lang fehlst. Ja. Ich weiß auch nicht, warum wir so lange chasen. Ich wollte gerade sagen, da springt gleich noch jemand aus dem Busch raus. Ich geh's einfach mal back. Mal sehen, ob der Luschen sich jetzt noch raustraut. Du bist eh nicht back. Doch, ich geh back. Kann dir sogar der Björn sagen. Ja. Der Björn ist nicht parteiisch. Ach so, der bekommt nur Geld von dir. Ja, nur ein bisschen. Nur. Nicht oh viel. Komm schon. Das ist aber wirklich dieser Babysit. Dieser Babysit. Ich bin gerade hochgekommen. Ich bin nur Gold 5. Ich hab nur gesehen, dass ein Speer getroffen hat. Dann wirst du ihn wahrscheinlich versuchen anzuspringen. Ich bin nur Gold 5. Ja gut, er traut sich nicht mal mich zu ganken, denke ich mal. Ja, warum sollte ich dich denn ganken? Dann kommt nur ein Doppelkill. Noob by Report. Disrespect. Okay, das war zu viel Spec. Ich komme. Die Dalton, der Dalton. Gut, eigentlich ist es ziemlich unfair, was ich hier mache, aber ich weiß nicht, wie ich es anders machen sollte. Kommt zwischen Fiverr und Gold. Wir können ja Lane tauschen. Ja, das wäre wahrscheinlich so. Ja, lass uns die Lane tauschen. Achso, dass du Wolibär jetzt auch noch zerstörst, okay, ja. Ja, so nett war.
Ja. Why not? I'm coming. Warte, da schaffe ich 2 Kills her. Bottom. Unglaublich. Muss ich auch mal Bottom Kill holen. Ah, Lucian ist gar nicht so schlecht. Der ist auch Gold 1. Und war mal Platin. Aber da hat richtig fett gespielt da unten, als ich das hier geschaut habe. Na gut, das kann jedem halt passieren. Passiert ja auch ab und mal, ab und an mal. Naja, naja. Eher nicht. Wow. Und aber mal ganz nett. Wow, nett. Super, jetzt fliegst du dich auch noch hoch. Die dive ich jetzt. Da ist er, die hat DC, die hat ein DC. Ey, komm schon. Oder auch nicht. Das ist selber schuld. Wow, er ist super tanky schon. Der Gott, der ja, Gott. Der ist wirklich extrem tanky, der hat Sunfire schon. Ich muss echt mir schon die Ding kaufen, die... Ja, und du versuchst noch zu aber er hat Ulti, glaube ich, eingesetzt. Er hat Ulti eingesetzt, ja. Ja, der macht halt auch guten Damage durch Leben, ne? Ihr habt eine Chance, ja, komm. Ihr habt eine Chance. Gerechnet. Und du bist in der Mitte gestorben jetzt, gegen wen? Lol, ist das schon dumm? Ja, hier gegen Adrian. Der kam einfach eiskalt von hinten. Was? Und der Wullibär, der gibt immer mehr Feed, oder was? 5-2. Der wird richtig eklig. Wullibär muss nicht mal einen Schadensalten kaufen, um Schaden zu machen, ne? Na gut, Wullibär ist aber auch nicht so stark. Nee, der hat kein Gap-Closer. Ah, cool. Late-Game ist auch nicht wirklich effektiv. Ist kein Gap-Closer. Und eine Kneipe nimmt man auch stark raus. Und die AKD ist jetzt AFK, also ein DC. Immer wieder AFK, wenn der Björn dabei ist. Was denn? Der war. Ach, Kali Elfan. Das geht doch noch. War Moment auch extrem schlecht. Ey! Deine Katze ist gegen die Haustür geknallt. Ey! Ja, lauf, Alter. Ach man. For real, du bist sogar kurz ausgelaufen. Na gut. Du bist sogar rausgelaufen. Ja, ich weiß. Boah, das gibt's nicht, ey. Was wolltest du da machen? Ich hätte dich so one-hitten können, aber warum läuft denn die so komisch? Da fragt man sich nur, was ist mit den Leuten kaputt? Das denke ich mir teilweise auch, ne? Wie sie sich bewegen, die Leute. Doch drüber. Da kommt der Woody. Ich gehe da nicht rein, solange ich nicht eine Riven auf der Map sehe. Oh! Die ist erst noch mal drinnen. Boah, jetzt hab ich einen Leck, jetzt hab ich einen High-Ping mal wie. 100er Ping. Aber auch nur kurz gehabt. Hier von welchem? Dieser Tryhard. Ich geh da rein, mach eine Ult. Das nennst du Tryhard. Tryhard. Das war halt ein richtig Outplayed, weißt du. Meine Ult gedrückt, das ist scheißegal, ob ich gestunt bin oder nicht. Ja, komm ich nicht rüber, weil ich nicht kenne. Wo hast du versucht rüber zu kommen? Bei den Rides. Kommst du? Komm ich schon rüber, ich bin da nicht so erfahren in der Mitte. Und so? Ich benutze die Wall fast nie als Riven. Aber früher ging die, glaube ich, einfacher. Nee, die ist um einiges einfacher, nach meiner Meinung. Ich komme gleich wieder, ich hole mir auch schon Last Whisper. Dann ist der Wullibär auch kein Problem mehr. Was? So, mal sehen. Okay, Soraka ist tot. Gut, perfekt. So richtig. Timo ist der Best. Okay. Oh je, so hinten noch im Stream. Lucian, du kannst auch Spells einsetzen und der Power Shine. Alter, ist halt so tot in der Mitte. Hast du schon dann das Whisper? Ja. Boah! Flash doch zu mir, Lucian. Das war gar nicht mal so. Das war so schlecht mit mir gespielt, aber egal. Hey, warum flasht denn nicht zu mir? Hey, Dude. Nein. Ich hab keine Ult. Das sagst du jetzt nur wahrscheinlich. Ich hab echt keine Ult. Ich hab noch 20 Sekunden. Sagst du nur so, ich weiß es. Glaub mir doch nicht. Das ist eine Pinkfort.
Töten kannst du mich nicht ohne Ult. Doch, beim nächsten Versuch, wenn du es nochmal probierst, hier reinzukommen. Ja, aber voll All-In kannst du mich nicht ohne Ult. Ja, ich bräuchte noch mal eine Cooldown Boost, dann bist du auf jeden Fall. Du musst immer wissen, was man kann. Dann weiß man, was man hat. So, jetzt habe ich meine Cooldown Boots. Na, der Feed ist real. Was machen die eigentlich immer? Wieso gehen die immer zu zweiter rein? Weil ich einfach geil engaged hab. Ja, aber wenn man so weit engaged und man hat keine Vision auf nichts. Ja, das ist, geht man nicht so weit rein. Wenn man keine Vision auf nichts hat, dann ist das doppelt verdammt. Das heißt, man hat Vision auf alles. Man soll Vision haben. Also man soll mindestens eigentlich dann hier Vision haben. Mindestens. Und dann diese Calls noch, macht Drake. Viel Spaß hier oben, ne? Aber du kommst easy weg, denke ich mal. Cool. Hast du geflasht oder hat der geflasht? Ja, ich hab gerade aus Versehen geflasht. Mach du musst deine Katze Form nehmen. Mach ein Auto das nächste Mal einfach einmal drauf. Und dann weiter. Ah, ich weiß nicht, wo Adrian ist. Boah, kannst du mich bitte. Aber hier ist doch kein Wort! Wo war ich denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Adrian. Ich hab gesagt, ich weiß nicht, wo du bist. Also, ich hab schon nicht weiß, wo Adrian ist. Hab schon Panik bekommen. Ich bin schon weggegangen. Wahrscheinlich oben auf der Top-Bin oder so. Nee, ich war beim Wettbewerb. Bei unserem? Nee, bei meinem. Oh, weißt du, wir pingen ihn alle zurück. Und er chased immer noch. Ist er tot? Was hat er für einen Lifestyle? Das ist dem seiner Ult. Ich bin halt passiv. Ach, unnormal. Ja. Lol, du ultest sogar noch für ihn. Ja. 30 Sekunden, glaube ich, cool, mal so ein Dreck. Gibt die nicht nur AD? Warte, ich habe jetzt die für Cooler drauf. Ich habe keine Ahnung. Muss drüber. 50 Sekunden, geht noch. Kannst du nicht Dauerarm anhaben? Es gibt's halt wirklich, ne? Aber cool, ging's auf das ist halt fast möglich. Das ist halt echt extrem krass. Na, im Moment ist es noch relativ fair. Wenn ich dich mit meiner Ult ausnehme, Zeral kann ich nicht schnell genug hochhalten, könnte halt echt funktionieren, ne? Ja. Aber da musst du wirklich nur um mich fokussen. Wo bist denn du? Auf dem Weg zu dir. Zu spät. Ich werde laufen. Natürlich glaube ich ab. Na, die Aktionen sind halt auch wirklich gerade nicht so super. Die sind ein bisschen suboptimal für mein Team. Ja, weil ich hab noch Botlane. Ich frag mich ja. Okay, er ist tot. Oh, mein Heal hat ihn gerettet. Ich werd laufen. Laufe. Lass uns mal schauen, wie ich es am besten im Teamfight mache. Ich glaube, ich gewinne das nur wegen den Rotations. Also ich mache jetzt nicht den übertriebenen Plays, aber ich mache gute Rotations. Ich habe gerade zwei Türme geholt. Oh. Wow. Ich bin nur Riven weggelassen. Kill mich. Ach so. Das war richtig viel Zwerg. Die Rage gleich. Hä, hey, der klassische Knight Kill kennt ihr nicht jeder? Ja, typisch Zwerg, ne? Ich glaube, ich gehe voll Adi, dass ich mit deinem Manoti einfach mal Hilfe leben ziehe. Für Level 1. Unser Schäfer sollte Tanky eigentlich bilden. Normalerweise. Und Trinity ist jetzt nicht so geil, das erste Item auf dem. Na, ich geh mal top lane. Was? Wahrscheinlich der Adi erstmal am Spam jetzt, ne? So, get back, Woodyberg, get back! Nö, mach ich nicht. Ich spam nicht so oft, ja. Der geht jetzt auch von alleine weg. Der ist tot. Nee, der schafft's sogar.
Ah! Hey, ihr habt doch hier ein Wort hingestellt. Habt ihr nicht hier gesehen? Wo ist denn lang gelaufen? Ist er weggegangen? Hey, der hat sich zwischen Crump und Driver weggeportet auf der Gang. Mist. Was macht eigentlich unser... Was? Die Akali hat den Kill! Oh, die gibt ja Geld. Gold. Das ist ein bisschen unfair, aber das ist halt teilweise wirklich so. Abuse. Würden, die Wellen. Ist doch richtig geil. Tot das nächste Mal, wenn ich zu dir hinkomme. Oh, mitgenommen, ist Party hart oder was? Oh. Gut. Komm. Gut. Und. Wo bist du geflasht? Richtung Trade. What? Über den Busch halt drüber. Ja, ich auch! Ja, wer kann, würde ich mal sagen. Also das war ein geiler Skate, muss man jetzt mal lassen, ne? Ach, der macht ja doch Pyrrhus an der Volibear. Ja, so in etwa. Hast du auch geflasht, oder was? Ja, ich bin nachgeflasht. In welche Richtung? Zum Drake runter? Nee! Hey, über den Stein, über oder den was? Busch, ja. Halt, was heißt bitte über den Busch? Also, runter zu meinen Whites. Oh cool, ich hab in Richtung Drake geflasht. Dein Ernst? Ich dachte, du wärst runtergeflasht. Ja. Flasht you. Oh mein Gott, ey. Ich hab halt in den Busch reingeflasht, dass man es nicht sieht. Ich hab's im Moment nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen, weil ich in den Busch reingeflasht hab und dir kein Wort drin hatte, denke ich mal. Wow. Wow, nicht schlecht. Sonst wärst du tot gewesen. Ich bin Schulterklopfer. Natürlich wär ich tot gewesen. Du wolltest ja auch noch Ultra. Ja, aber ich hab schon Use gehabt. Wenn ich das darf. Gegen Nami. Ich wollte aber den Dank hinlegen. Wenn ich den noch gehabt hätte, wär's tot gewesen. 100%ig. Ja, natürlich. Oh, ich hätte das auch geflasht. Nee, ich hab eigentlich im ersten Moment wollte ich deinen dritten Q flashen. So. Der Volibear ist auch scheiße tanky. Aber gegen eine Rain ist es halt. So. Boah, die Nami war ein bisschen kaputt. Hey, wie siehst du die? Das ist. Ist weg. Schon wieder Ignite drauf gegen die Jagd. Du hast Ult gemacht, soweit ich gesehen habe. 20 Sekunden Ulti, ja, ab. Naja. Na, Volibear, geh weg, sonst lass mich. Sonst nicht, ich werde auf jeden Fall diven. Aber mein Team, weißt du, das ist halt ganz gut. Das lässt halt überall catchen. Geh weg. Hier ging 2 Milch raus. Ja, wenn man ein bisschen. Ja, dritten Schlag immer drauf machen. Schön. Weißt du, was das Schöne ist jetzt? Adrian? Mhm, ja. Ich zeig's dir gleich mal, was das Schöne ist. Ich weiß, das ist Ultron. Ja, ich weiß. Meine Steroide und ich hab 4000 Gold auf der Hand. Das gibt's nicht, ja. Das heißt, ich kann mir Blutbooster kaufen. Dann vielleicht sogar noch. Oh, ich hab gehört, so eine Zone ist da geil. Das kaufe ich vielleicht gegen dich. Nur, dass ich nicht dich ulten kann. So, ich kaufe mir so eine Zone. Weil ich weiß, geht auch, das ist unbedingt das Item, diese Schärpe geht auch gegen meine Ulti. Ulti, Nami, Ulti, bitte! Alter, ist das so geile Ulti gewesen von der. Ja, oft. Ja. Nein, ich habe einen Jump gefehlt. Nein, das sind zu viele! Fuck, da komme ich nicht durch, das sind zu kurz auf. Boah, du ja, das war alles geplant. Hab ich nicht bekommen, ne? Quadra! Das war dein Heat, der dich noch gerettet hat. Der Jarvan war's. Der J4. Mhm. Panther! Nee, kein Panther. Ja, und jetzt will mein Team aufgeben, was einfach nur bad ist. Oh, dieser Madness, geil! Nee, schau mal, das sehe ich sonst so wie so. Weißt du, Nami war die einzige bei uns, die keinen Rahmen hatte. Und die hat einen Team-Kürzel vor ihrem Namen. Die ist, glaube ich, sogar unranked.
Warum habe ich dann Teamschiff? Keine Ahnung. Smurf? Wegen dem Porsche. Ja, das ist very serious. Das geht fast in die LCS. Auf jeden Fall. Ist schon mal gestorben? Ja, gut. Einmal. Gegen Woody, das geht ja wirklich in die LCS. Mit dem Serious. Die Runde nimmt er, er ist gefeedet. Und meine Stimme geht langsam hier weg. Oh, ich hasse es, krank zu sein. Ah. Danke. Erst bei den Wölfen. Ich hab's gesehen. Aber weißt du, du stehst doch bei mir. Da war der Bulli. Warum fliegt mein Ding nicht zu dir? Du stehst von mir im Flugabfinden. Warum fliegt das Ding nicht zu dir? Komm schon. Das fand ich grad richtig scheiße. Weil ich hab gedacht, es war erst ein Ausrufezeichen auf dem Teil, was man von Wölfen smitet. Und dann ging es auf einmal weg, hab ich gedacht, es hat niemand mehr in meinem Jungle, ne? Übrigens, Adrian, 7000 Gold. Ja, aber das ist doch gerade scheiße, weißt du? Man smitet das, dass man Vision in seinem Jungle bekommt, ne? Ja, ich weiß. Dann geht das Ausrufezeichen über dem Ding weg, dann denkt man, da ist niemand im Jungle. Und dann steht auf einmal jemand im Jungle, das ist doch nicht das. Der Woody wäre jetzt einfach so unfair. Ist doch nicht wie das gedacht ist, oder? Warte. Ich hol mir die Vayne auf, kannst du ruhig wegkriegen, die ist tot. Okay. Oh, ich bin sogar in die Bubble reingegangen. Hallo Leute! Ach nö, das ist eine Welt. Nee, lass mich zu dem Team laufen. Oh, geil, ich mach das. Oh Mist, gefällt. Okay, du bekommst den Kill nicht. Schade. Wenigstens bekommst du den Kill nicht. Na, will ich gar nicht. Ja gut, ich hab... Nee, wir lassen die mal zum Team laufen, weil die noch Heal und Flash hat. Und ich hab Ciao und Tschüss, ich lieb. Ich muss jetzt Rage quitten, ist nicht so blöd. Dein Ernst? Alter, das sind ja nur Spaß. Ey, ich will kein Abo-Game mehr mit dir. Oh, dieser Madness-Guy. Es ist einfach nur unglaublich. Was sind denn das hier? Hier steht doch. Ne, hier steht noch nicht. Ich muss erstmal schauen bei LOL Nexus. Dann kommt das Video. Du hast einen Account gekauft, der Lucian, ey. Dieser Madness-Guy. Nee, das macht einfach keinen Spaß, da die Abo-Games, weil die einfach unverbissen, weil du tryhardest, wir alle Spaß haben. Ja, du tryhardest auch zum Teil auch. Ja, du spielst, was spielst denn du? Riven, Yasuo und Seth. Du weißt schon, dass ich Riven in keinem einzigen Ranked-Game gespielt habe, in keinem einzigen. Ja, eh 3 Stück. Ja, aber ist absolut nicht mein Main-Champion. Ja. Bist du auch noch da? Was? Nicht du. Gut. Ja. Weißt du, der Lucian ist halt so einer, der Season fast 650 Ranked mit und hängt immer noch im Gold 1 von, da will schon definiert sein. Ach komm, muss nicht so sein. Chichi! Beende doch einfach. Ich beende gerade. Vorbei, kann ich viel kommen? Warte. Kann ich viel kommen? Noch nicht. Ohne dass wir ins Spiel kommen. Jetzt habe ich gerade den Nexus geplättet. Die Navi hat noch einen Kill gemacht. Echt, die Navi hat noch. Ach ja, die Wellen ist gerade noch in den Nexus, den Fauten reingesprungen. Ich sehe. Goddammit. Was für ein Abo-Game. Es hat nicht mal Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, so. Denken 4 gegen 5, hast du eine Akali hochgefiedert und alle anderen zerstört. Ist halt typisch Riven, ne? Typisch Riven. Ja, an der Akali, die nicht gespielt hat. Kann ich Reconnect drücken? Jetzt kannst du auf jeden Fall Reconnecten drücken. Ja, hab gemacht. Gut, dann mache ich einen Cut und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hier Leute.